Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen wieder Ultimate General Civil War. Ja, die große Schlacht bei Chainslawville, oder wie man sie auch aussprechen mag. Wir haben den 30. April 1863. Nach den schweren Verlusten der Union bei Fredericksburg ist General Burnside, der Kommandeur der der Armee, durch Major General Joseph Hooker ersetzt worden. Okay. Wir halten die Unionisten noch immer jenseits des Rappahannock fest und unsere Korps sichern die Grenze Virginias. Unsere Kavallerie hat Hookers Streitkräfte gesichtet, die den Hancock über den westlichen Furten überqueren. Die Truppen in den die in Fredericksburg führen lediglich einen Scheinangriff durch. Ah. Während uns eine Hauptarmee in die Flanke fallen soll. Ah. Wir sehen uns der ersten Bedrohung gegenüber, von Osten und Westen her eingeschlossen zu werden. Da Longstreet belagert wird, sind wir außerdem zahlenmäßig unterlegen. Hooker muss zuversichtlich sein, uns ausmanövriert und zum Rückzug gezwungen zu haben. Doch wir haben andere Pläne. Wir nehmen zwei unserer besten Korps, lassen sie Fredericksburg fast vollkommen ungeschützt zurück und werfen sie die Yankees zurück nach. Das klingt aber nicht gut. Meine armen Truppen. So, da wir diese ganzen Nebenmissionen vorher gemacht haben, bei Rio Hill und so, haben wir dann, glaube ich, 10% die Armee, die uns angreift, um 10% geschwächt. Wenn wir nochmal zurückgehen. Ich glaube, wir kämpfen hier nochmal ganz kurz hier drauf. Hier sieht man es. Hier haben wir einmal minus 5% der Größe der feindlichen Armee. Hier auch nochmal 5%. Und ja, ihr seht, die Armee ist ja, zwischen 100. 6 und 111.000 Mann stark. Ja, so viel haben wir natürlich nicht aufzubieten. Wenn wir jetzt mal überlegen, das Zentrum muss wahrscheinlich sehr viel schlucken. Da werde ich mal Heinrich reinpacken. Und der hat 34.000 Mann. Das zweite Korb sind auch noch die besten, die ich habe. Die haben auch nochmal um die 32.000. Das heißt, sagen wir mal, 4. Ja. Aufgerundet 70.000 Mann gegen 100.000 Mann. Da bin ich mal gespannt, wie wir das machen wollen. So, Streitkräfte der Union haben die westlichen Pforten des Rappahannock überquert und marschieren jetzt durch konföderiertes Territorium. Wir haben Katze. Ja, falls ihr was schnurren hört oder so, ist es gerade die Katze auf meinen Schoß gesprungen. Und ja, das ist toll, Katze. Hast du gut gemacht. Wir haben feindliche Infanterie und Katzen aus der US Fort Road gesichtet. Weitere Infanterie der Union nähert sich uns über die Fort Road. Und den Orange Turnpike, das ist ein Mikrokatze. Sie sagt nichts, sie schnuppert nur. Ich bitte um Entschuldigung. Die Katze darf alles. Offenbar konzentrieren sich ihre Streitkräfte für einen Angriff auf unsere Linke, während ihre Truppen in Fredericksburg nur einen Angriff vortäuschen. Es ist eine Falle. Hoffentlich. Sie schlagen ihr Lager bei Chancellor Farm auf und werden morgen eine ernstzunehmende Bedrohung darstellen. Wir müssen sie angreifen. Oh nö. Bevor sie ihre Position gefestigt haben. Ich dachte, ich kann da mich einigeln und auf deren Angriff warten und dann schön mit meinen Kanonen wegrotzen. Jetzt soll ich den noch angreifen. Ich bin in Unterzahl. Was denkt ihr denn? Schluss mit den Eingraben. Oh nee, ich mag Eingraben. Eingraben finde ich toll. Morgen werden wir Hooker angreifen und überraschen. Nee, ich bin für Eingraben. Wenn das hier der einzelne Übergang ist vom Fluss, dann soll er kommen und dann greifen wir aus dem Wald an, aus den Kornfeldern, von vorne gibt's Kanone.
Und keine Ahnung. Ich stelle mir das immer so schön vor, aber irgendwie funktioniert das nie. So, das. Hä? Das fünfte, das zwölfte und zweite Korps der Union steht bei Kanzlersville und bereitet sich darauf vor, vorzurücken. Aha. Ah. Nur Kaffee musste sein. So. Zwei Divisionen aus Meads 5. Korps wurden über die River Road in Marsch gesetzt, doch sie stellen keine Bedrohung dar. Sie werden erkennen, dass sie umzingelt sind und davonlaufen, wie die Hühner. Ja, aber die Hühner, wenn wir die umzingelt haben, schlagen wir die Köpfe ab. Die laufen zwar weiter ohne Kopf, aber hey, nur ein toter Blaurock ist ein guter Blaurock. Und wir müssen unsere Männer schonen. Wir sind nun auf dem Weg, den Orange Turnpike zu sichern, der zur Stadt Fredericksburg gehört. Dafür soll ich noch alle sichern. Außerdem müssen wir die andere Straße nach Fredericksburg sichern, die Orange Plank Road. Ach, da ist auch keine Deckung. Das ist auch wieder Kacke. Warum diese Scheißkreuzung? Kann ich nicht einfach hier im nahegelegenen Waldstück da sichern? Doch nicht diese Kreuzung. Da ist doch keine Deckung. Die Deckung wäre dann höchstens die Wälder. Wir müssen dann weiter vorrücken, dass wir quasi hier eine Einheit haben und da die Wälder. Okay. So, weiter. Ich habe eh schon alles vergessen, was ich machen soll. Beinahe sämtliche unserer Streitkräfte in Fredericksburg wurden zur Verteidigung dieser Straßen abgestellt und werden sich uns bald anschließen. Bleibt zu hoffen, dass sich das Risiko auszahlt. Oh ja. Wir kriegen, wenn wir... Erstmal auf Pause machen hier. Kein Stress. Wenn wir diese Mission gewinnen, dann kriegen wir 10.000 neue Rekruten. Das heißt, wir dürfen keine 10.000 verlieren, weil ich brauche diese 10.000, um eigentlich meine komplette Armee, meine vier Korps mit Männern aufzufüllen. Und wenn ich noch welche übrig haben würde, von den 10.000, was ich dann nicht haben werde, könnte ich noch ein fünftes Korps machen. Aber da fehlen mir auch schon wieder die Leute. Also es ist gehüpft wie gesprungen. Mir fehlen einfach Leute. So. Ach, der hat sich gleich aufgeteilt, der Schlawiner. Ja, da hilft nichts. Nach vorne. Das ist aber ein weiter Weg. Ist da vorne. Warum habe ich... Warum kommt hier... Warum noch Einheiten? Häuser und Männer voraus. Ich ziehe sie erstmal dahin. Doof ist nur, dass ich jetzt nicht aussuchen konnte, wo ich jetzt mir halt die... Ach, da kommen noch mehr Soldaten. Okay. Aber hier unten ist der Munitionswagen. Oben sind die Kanonen. Hä? Die werden ja wahrscheinlich von da angreifen, haben sie gesagt. Ich verstehe nicht, warum ich diese ganzen Scheißpositionen halten soll. Ach ja, weil sie den Weg lang gehen. Wir müssen doch, warte mal, die Straße halten. Wir werden doch hier lang gehen wollen. Das heißt, aus diesem Waldstück angreifen von hier. Aber die werden wahrscheinlich hier querfeld einlaufen. Weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Bleib mal, geh mal hier rein. Gucken mal, wie gut das ist. So, die Kanonen. Können ja ruhig schön bald rein. So, genau, du. Hier hin. Und ja, Denzen Nahkampf kann erstmal diese Position einnehmen, obwohl ich glaube, dass die scheiße ist. So. Die marschieren alle noch fröhlich. Munitionswagen schicke ich. So, wir sollen die beiden Punkte halten und dann noch diese Farm am besten und diese einnehmen, ja? Weil das denke ich mal erst nur mit dem, wenn wir da Verstärkung kriegen. Wo ich höre irgendwie. Rufen.
Kaffee? Aber wie sieht's hier mit der Deckung aus? 54, natürlich auch Morgs. Gehen wir mal zu diesen Gebäuden darüber. Ist auch eine Verteidigungsstelle. Die ist eigentlich gar nicht verkehrt. Wäre es, wenn du da einfach erstmal hingehst. Die gefällt mir. Und dann könnte man hier die Gebäude einnehmen und dann alles, was schön von da rüber kommt, mal schön auf den Löffel hauen. So. Ich würde auch sagen, gehen wir da mal rüber. Dann bist du auch falsch. So, wie sieht's hier aus? Ja, hier macht er gar nichts. Heinrich hinterher, der ist Wahlapostel. Muss sie alle an der Stange halten. So, und er macht da hier eigentlich auch keinen Sinn, ne? Vielleicht zum Zurückfallen, ich weiß nicht. Gucken wir mal. Ah, da kommen sie schon. Hat sich schon gegessen, das Thema. Kanonen, halt! Der kann einfach rübergehen. Frage ist jetzt, wo geht er lang? Was hat die da für Deckung? 76. Das ist jetzt auch nicht so der Hammer. Ihr habt auch nur einen 60er Bereich. 80. So. Was hast du so Schönes hier? 50. Ah, nicht mal. Hier müssen wir weiter vor. Das ist, weil wir müssen erstmal hier warten, bis die anderen Leute da sind. Weiter vorrücken möchte ich da nicht. Ah, die Blauröcke haben den Punkt schon eingenommen. Du bleibst einfach mal hier warten. Das ist nicht die geilste Position. Lass mal die mal vorbeiziehen. Diesen Kneipp soll er ruhig hier langlaufen. Und mal kurz gucken. Ach, das ist irgendwie... Jetzt noch ein Stück zurück. Da haben wir schon den Feind gespottet. Schnell schicken wir unsere Brigaden los, um die Yankees zurückzuschmeißen. Ja, ja, zurückzugreifen. Hier bitte auf die, die sich noch so ein bisschen bewegen. So. Dann wollen wir mal hoffen, dass hier nur diese Einheit da ist. Ich sag es mal halt. Stopp. Lass sie doch näher rankommen. Jetzt hören sie auf zu laufen. Scheiße, hätte warten sollen. Tötet sie. Lass den Weg mit Blaurücken da pflastern. Warum marschieren die nicht? Wenn die nicht marschieren, habt ihr die Erlaubnis zu schießen. Und dürftet ihr eigentlich besser treffen. So, die laufen. Geil, töten, 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 töten. So, nachrücken. Gucken.
sich da nicht bewegen, verdammt. Oh! Pause, Pause, Pause! Kriegen Verstärkung. Oh ja, die nehmen wir auch alle. Die nehmen wir mal alle hier hin. Bauen wir schön auf hier. Kommt mal alle her. So, Hector, Hector, Hector. Hector hätte ich gerne hier. Da soll die mal da anlocken. Na? Und dann wird das was. Das wird schön, das wird schön. So. Ja, das ist jetzt doof. Ihr schickt mich mal schnell zurück. Zurück, 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 zurück. Lauf, 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 lauf. Los, lauf. Oder und von mir nicht um. Machen wir das so. Hier laufen wir uns doch nicht so schnell. Helfen wir mal den Leuten da drüben. Ich bin mal jetzt mal so frei und marschiere mit denen nach vorne. Dass wir sie aus dem Wald herauskriegen vielleicht. Gut, das funktioniert, dann die nächste Deckung einnehmen. Kanone kann auch weiter vorrücken. Kann die einnehmen. Hector kann da auch schon mal hin. Die laufen. Wunderbar. Das heißt, wenn er die da hat, dann braucht man hier Unterstützung. Und die Kanonen hätte ich dann gerne in dem Wald. So, das hat das schon mal gut geklappt. Hier haben wir jetzt auch Verstärkung bekommen, oder was? Fantastisch. Weiter marschieren. Hopp, 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 hopp. Kommt ja immer mehr. Ihr zweites Korb ist da. Mann, oh Mann. Müssen wir mal weiter hier, ne? Ich würde sagen, Kanonen. Ach, das dauert ja ewig noch. Bis das alles da ist. Ich reite mal mit Grimes mal so ein bisschen querfeld ein. Hector kann ja auch schon mal ein bisschen vorlaufen. Der stirbt, ist ja nicht so schlimm. Einfach mal so, dass wir ein bisschen sichten. Da steckt so einiges. Da sind Kanonen. Da sind Einheiten. Ah ja, ja, zurück, zurück, zurück. Hopp, doppelt so schnell. Könnt ihr. Komm, zurück, zurück. So, einmal hier durch den Wald. Am besten noch mit zwei weiteren. Euch beide. Kommt ihr beide mal. Bitten wir mal hier hin. So, dasselbe Spielchen. Zack. Zack, zack. Hier hin. So, die Kanone. Oh, da kommt hier noch mehr. Kommen wir gar nicht hinterher. Kommen wir ja gar nicht hinterher. Ist schon die zweite Division, haben sie ja gesagt.
alle da sind, das dauert. Wir uns ja schon gelaufen. War gar nicht mehr rechtzeitig. Oh, da kommen welche. Halt, stehen bleiben. Ah, ich brauche mich nicht bewegen, die Zeit läuft ab, ey, scheiße. Schade, schade, schade. Schade. So, wir gewinnen. Treiben Sie sie zurück. Aber General, hüten Sie sich davor, sie bis zu ihrem Lager zu verfolgen. Ihre Verstärkung wird bald eintreffen. Okay, das heißt, nichts. Verfolgen. Eigentlich quasi so bis ins Lager treiben. Aber wir sollen das doch da einnehmen, verdammt. Weiß ja nicht, was gleich kommt, wenn ich hier zwei Korps brauche. Erstmal würde ich sagen, diese netten Kanönchen ziehen wir mal bis dahin. Diese Stellung lasse ich weg. Hier hinten werden wir mal eine Verteidigungslinie aufbauen. Und hier bei den schnuckeligen eine Linie. Ah, jetzt sehen wir da, was da ist. Weil da steht, dass wir die scheiß Farm einnehmen sollen. Dann machen wir das jetzt. Wir nehmen jetzt die Farm ein. Weiter nach vorne. Stehen hier alle und warten. Oh, ich weiß nicht, auf was sie warten. Ihr könnt ja erstmal hier hinlaufen. Ihr werdet diesen Punkt sichern. Hier marschieren wir jetzt auch den vier hier in diesen Abschnitt rein. Dann werden wir gleich auf Feinde treffen.
Kommt der immer noch was an? Wir marschieren schon. Hopp, 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 hopp. Alle Mann, ein Reihe und Glied. Na gut, hier werde ich erstmal nicht angreifen auf der Seite. Hector, kannst du mal wieder ein bisschen vorgehen und gucken, ob da was ist? Wenn ja, was ist da? So, die sind gleich im Wäldchen. Aber hier ist ja Todeszone, da ist ja nichts da. So, einmal an den Rand des Waldes, bitte. Genau, sowas wollen wir nicht sehen. Das heißt aber, ihr könnt nochmal ein Stückel. Ihr geht in den Wald. In den Wald. Ich mag den Wald. Wald ist gut. Da geht noch alles. Was geht denn da ab? Ganz kurz. So, kann ja sein. 2000 Einheiten wird weiter marschieren. Die 1,5er werden hier die Nachhut bilden. Weiß, vielleicht müssen wir ja hier nochmal irgendwie was halten, ne? Falls sie ja nicht zurückkommen oder so. Die halten hier. Nein. Kanon. Passen? Hier marschiert alles, hier haben wir keine Kanonen. Mal Pech. Obwohl doch hier habe ich schon zur Seite geguckt. Egal. Kannst auch weiter marschieren. Weiter in den Wald marschieren, bitte. Ja. Auf eigenem Messen schießen. So, das vielleicht laufen müssen. So, die wird auch schon mal weiter vorrennen. Kanone. Visieren und feuern. So, wir haben da nichts anderes. Nein, Hector! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Zurückfallen! Was mache ich? Ich wollte keinen Nahkampf mit Hector! Hector! Du Irrer! Irrer Sack, ey! Scheiße, habe ich auf Nahkampf geklickt? Ah, sie rennen, das gefällt mir, aber Hector hat dafür ein paar Leute verloren. Das war jetzt nicht so mein Ziel. Kanone weiterrücken, Kanone weiterrücken, Männer hinterher. Das wird knapp. Hinterher. So, haben wir hier Kanonen. Ist doch ein schönes Kanönchen. Einmal Feuer. Du kannst ein bisschen rücken. Aber ihr dürft schießen. So, die rücken. Warum rückt ihr nicht? Marschieren. Sterben ist angesagt. Warte mal. Howards 11. Korps eilt ebenfalls zur Verteidigung von dieser scheiß Stadt herbei. Wir können nicht weiter vorstoßen. Okay, alle Mann zurück. Wir haben verpennt. Kanonen ab. Ich glaube, das heißt abrotzen oder abprotzen, ne? Kanonen zurück. Alle Mann in Verteidigungsposition begeben. Hopp, 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 hopp. Lass mal hier grob hin. Entschuldigung, ihr geht erstmal wieder zurück nach Mama. Ihr auch. Ihr dürft ein bisschen laufen. Und Hector und Co. Ihr dürft auch laufen.
Auch hier Kanonen abprotzen. Wieder hier rüber. Hier rüber. Und ihr auch. Zack, zurück. Und da doppelt so schnell. Und los. Munitionswagen natürlich auch wieder zurück. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Aber wenn die ja schon extra sagen, dass die jetzt Verstärkung kriegen, das heißt, dann werden die gleich wieder angreifen. Passt auf. Umdrehen. Ich igel mich ein. Obwohl, scheiße, ich soll den Scheißhaufen hier einnehmen eigentlich, oder? Der steht immer noch als Mission, aber es läuft ja gleich wieder ab, die Zeit. Nee, komm. Halt. Stopp. Vielleicht doch zu voreilig. Weiß ja nicht, was er hat. Hier, dieser Wald, der ist doch eigentlich ganz geil. Wälder sind immer. Wälder sind unser Freund. Ich sag mal Kommando zurück. Wir bleiben in dieser vorgeschobene Linie. Zurück. Bleiben erstmal in dem Wald. Auch wir bleiben ihn erstmal nehmen. Gucken, was er hat. Hier. Kann. Ja, auch. Ab in den Wald. Ab in den Wald. So. Bauen wir mal. Oh, hier sind auch noch Einheiten. Kann also natürlich sein, dass ich das gleich bereuen werde. Meine Entscheidung. Ich habe es jetzt auch schon hin und her bewegt. Aber vielleicht denkt die KI jetzt, oh, wir ziehen uns zurück. Ja, die sehen die Kanone. Sehen sie doch nicht. Ah, sehen wir hier. Sind wir ja gleich. So. Munitionswagen brauchen wir dann hier. Bleibt mal schön da. So. Hocker ist eingetroffen. Um das Schlachtfeld im Augenschein zu benehmen. Dann kriegt er auch gleich eine Kanone auf den Kopf geschossen hier. So. Könnt ihr mal ein bisschen flotter eure Position einnehmen, Dennison? Hopp, 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 hopp. Feuer. Da sterben hier zu wenig Leute. Genau, immer schön drauf da mit der Kanone. So. Nimmt mal da die Position ein. Ah, sie sind motiviert, sie kommen. So, der nächste Tag. Ja, ich habe es nicht geschafft, das Zeltlager einzunehmen. Das ist natürlich jetzt schade. Das heißt, der Feind ist wahrscheinlich jetzt ja, stärker mobilisiert. Hat auf jeden Fall einen gefestigten Punkt, den wir irgendwie noch versuchen müssen zu kriegen. Ja, man weiß ja nie, die KI sagt ja manchmal, nimmt das ein bis zum Gegenangriff oder bis die Verstärkung eingetroffen ist, dann ist die Verstärkung eingetroffen. Dann hört man irgendwie drauf und dann ist es auch falsch, ich weiß es nicht. Ich würde hier erstmal einen Break machen und dann würde ich sagen, geht's nächstes Mal weiter. Also, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao!